muss unsere Hochzeit canceln. Per SMS? Ich hätte dich schon noch angerufen. Ich helfe Ihnen hier beim Ausparken. Danke, ich brauche keine Hilfe. Sie haben hier ca. 20 Zentimeter. Merlin ist die perfekte Mitbewohnerin. Es gibt einfach manchmal Momente im Leben eines Mannes, da muss man auch mal Gentleman sein. Richtig. Du spielst ja im Film den Simon, der gerade vom Single-Leben ins Familienleben übertritt, was so häufig als Erwachsenwerden bezeichnet wird. Ja, spätestens dann sollte man, glaube ich, ein bisschen eine gewisse Reife mitbringen. Ne? Ja. Ja. Was hat dich denn an der Rolle gereizt? Warum wolltest du mitspielen? Ja, also ich meine, erstmal hat es mir natürlich gereizt, dass ich mal ein Angebot hatte, wo ich jetzt nicht komplett in Maske so eine extreme Figur spielen musste oder parodieren musste oder so. Also ich meine, das mache ich natürlich super gerne, aber so eben einfach mal was zu spielen, was mehr mit mir persönlich zu tun hat, eine Figur, die näher an mir dran ist, so, das fand ich erstmal sehr reizvoll. Und den Simon, ja, mit dem konnte ich mich halt gut identifizieren, weil das ist ja, ich bin ja nur auch so eine Generation und ich bin ja nur auch schon so ein bisschen so in das normale Spießerleben eingestiegen. Also Kinder habe ich noch nicht, aber ich so... Ansonsten bin ich schon sehr gesettelt und kann das also auch gut nachvollziehen irgendwie. Ne? Und dann auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein bisschen die Sehnsucht nach, ach ja, früher jung sein, Party machen und so. Das ist jetzt vorbei und das entdeckt der Simon dann ja auch. Dann geht er ja nochmal mit seinen Jungs danach in einen Ballermann. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich feier ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Schlampe. Ich pflege Diabetes. Koala-Bären, arbeite als Teilzeit-Penismodel und... Penismodel? Gut zu Vögeln, was für ein Kackwortspiel, den habe ich nie verstanden. Und wenn Komödianten oft dann so in Dramen übergehen oder so in ernste Rolle übernehmen, heißt es oft, dass sie auch sich von der reifen Seite zeigen oder dann auch erwachsen werden wieder. Ist es auch was, wo du irgendwie einen Druck verspürst, da auch hinzugehen, oder ist es auch durchaus legitim, einfach bei den Komödien zu bleiben? Also ich finde das durchaus legitim. Ich mache mir da auch gar nicht so einen Kopf. Also ich meine, irgendwie, das bringt ja auch nichts. Ne? Also ich nehme halt das, was kommt. Und ich würde natürlich auch, ich meine, das ist jetzt ja kein ganz ernster Stoff, das ist ja kein Drama, ist ja ein Leitfilm, ist ja auch noch eine Komödie und da geht es natürlich auch viel um Timing und um so ein bisschen auch um den Spaß. So, ne? Aber klar würde ich auch eine ganz ernste Rolle wieder spielen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das letzte Mal früher am Theater. Kriege ich jetzt natürlich in meiner Position nicht allzu viele Angebote, aber das würde mich schon auch reizen. Ich bin halt Schauspieler und da hat man ja auch immer Lust, ganz viele verschiedene Sachen zu machen. So, ne? Klar. Warum nicht? Aber ich bin da jetzt nicht so, weißt du, also so, man müsste jetzt auch noch das und oh, also ich fühle mich sehr wohl im Comedy-Fach und könnte mir auch vorstellen, das noch eine Weile zu machen. Ob ich das jetzt mit 60 oder 70 immer noch irgendwie, so wie Otto Waalkes zum Beispiel, ja, immer noch machen kann oder will, das kann ich ja jetzt noch nicht beantworten, aber so momentan ist alles fein. Würdest du es auch so selber in die Hand nehmen, dir selber eine Rolle schreiben? Du hast ja auch im Theater dann oft Regie geführt. Würdest du auch, oder worüber würdest du einen Film machen? Also ich habe tatsächlich schon mal einen geschrieben, also mit einem Regisseur zusammen, also der hat eigentlich den Großteil von der Schreibarbeit gemacht, aber wir haben mal eine Idee zusammen entwickelt, das war mehr so eine Jim Carrey-Komödie, also so ein Charakter mit so zwei Seiten, also so ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde-mäßig, also so einer, der sich plötzlich unfreiwillig verwandelt in so eine ganz schräge Figur und auf sowas hätte ich halt total Bock, das ist aber ja eher so ein amerikanisches Modell, so in Deutschland und solche Filme zu machen, ist eher ungewöhnlich und deswegen haben wir den auch nicht durchbekommen, den Film. Aber sowas in der Art würde mir natürlich total Spaß machen oder irgendwie sowas wie, also ein bisschen so Richtung Jim Carrey oder Peter Sellers, so der Partyschreck, irgendwie so ein Film, der nur auf einer Party spielt, wo man alles zerstört und am Schluss ist alles irgendwie hinüber. So, sowas würde mir Spaß machen, also auch was so ein bisschen mit Slapstick und Körperlichkeit zusammen. Aber ich würde auch super gerne, also ich weiß nicht, ich finde, ich überlege mir gar nicht so viel, was möchte ich machen, weil ich auch gemerkt habe, das ist irgendwie Quatsch da so, das schafft, man muss irgendwie wirklich so ein bisschen gucken, was kommt und aus seinen Möglichkeiten einfach so das Beste machen und ich kann mich da echt nicht beschweren, also auch dieses Projekt, ich hätte nie damit gerechnet, bei sowas mitzumachen und fand es großartig, hat total Spaß gemacht und ja, also das kam auch ganz kurzfristig rein bei mir und ja, so ist das manchmal bei den schönen Sachen, ne?